Die Sendung wird präsentiert von Wutz Optik AG, das Fachgeschäft für Augenkinetik. Entspannt den Körper und die Augen. Familie Bührer, eine sechsköpfige Familie voller Leben. Eine Familie, die sich mit einem eigenen Haus gerade einen absoluten Traum erfüllt hat. Das Glück ist aber schnell vorbei. Der Familienvater Roland Bührer kommt von einer Geschäftsreise heim und ist plötzlich schwach. Er hat häufig Bauchweh, mag nicht mehr essen, trotzdem wird der Bauch immer grösser. Ein paar Monate später kommt die Schockdiagnose. Der Roland Bührer hat Krebs. Eine aggressive Form, die die Ärzte nicht recht einordnen können. Nur 3 Monate später, am 3. März 2007, stirbt er. Seine Frau Elisabeth ist plötzlich Witwe und allein mit 4 kleinen Kindern. Der älteste Sohn ist da gerade mal 10. Als ich von dieser Geschichte erfahren habe, war mein erster Gedanke, ich wüsste nicht, ob ich das schaffen würde. Wie wird man überhaupt mit so etwas fertig? Wie geht man mit all diesen Emotionen um und all dem, was man plötzlich allein bewältigen muss? Hi, Rodi. Ich freue mich, um das von Elisabeth Bührer selber erfahren. Und dann später auch noch ihre Kinder kennenlernen, die Jahre gebraucht haben, um den Tod von ihrem Papi zu verarbeiten. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Elisabeth Bührer. Danke. Wir sind hier in der Hagschnurrer Schür. Das ist in der Nähe vom Hüttwiler See. Ein wunderschöner Ort. Und auch in der Nähe von dem Ort, wo du lebst. Gell? Ich sage jetzt einfach du. Ist das okay für dich? Ja, das ist super. Gut. Es geht um Verlust. Es geht um Abschied. Es geht um Ängste. Es geht um Trost. Ganz viele Elemente, wo man manchmal das Gefühl hat, das ist weit weg. Aber mit deiner Geschichte werden zu einem wirklich näher gebracht. Gang in die Zeit hinein, wo dein Mann, der Roland, 2 Jahre vor seinem Tod von einer Geschäftsreise heimkommt und dann die Idee bringt, hey, komm, wir schlagen jetzt Wurzeln mit unseren Kindern, wir könnten ein Haus kaufen. Wie sind ihr bis dahin so als Family unterwegs gewesen? Ja, sehr unstet. Mein Mann hat immer so noch ein bisschen Karrierepläne und hat dann eigentlich Mühe mit dem Gedanken, sesshaft zu werden, weil er halt vielleicht noch mal sich beruflich verändern und so. Und dann war er aber auf Geschäftsreise und hat dort einen guten Geschäftspartner und hat auch Persönliches mit ihnen geredet. Und dann hat mal ein Geschäftspartner zu ihm gesagt, du musst deiner Familie Heimat schaffen. Das geht nicht. Deine Frau ist Deutsche, du bist Schweizer und ihr zügelt. Und das hat ihm irgendwie eingeleuchtet. Und dann war ja noch das 4. Kind auf der Welt und die Wohnung zu eng. Und so ist dann der Gedanke in ihm gegriffen mit dem Hauskauf. Ja. Machen wir einen Zeitsprung. Der Traum ist realisiert und dir geht es aber trotzdem nicht gut. Was war denn dort so los gewesen? Ja, also er war einfach sehr viel auf Geschäftsreise. Ich war sehr viel allein mit diesen 4 Kindern. Und das ist natürlich schon auch der Neuanfang ist anstrengend gsi am neuen Ort, bis die Kinder wieder sich wohlgefühlt haben in der Schule. Du bist ja dann eigentlich ins Burnout hineingekommen, oder? Ja, da ist mir's nicht so gut gegangen, schon vor seiner Erkrankung. Ja. Mhm. Vor allem hatte ich keine Verwandte jetzt um mich herum. Also, du hast nicht einfach können Grossmami und also meine Mutter lebt in Deutschland. Und ja. Sie hat nicht also, einfach so geschwind kommen und helfen. Keine Entlastung gross, ja. Oder? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Krankheitsgeschichte von deinem Mann, wie hat die angefangen? Also, was waren so die Symptome, die sich zuerst gezeigt haben? Ja, er war ja dann gerade auch auf Geschäftsreise, gewesen, auch in Südamerika. Und er hat dann angerufen von dort, ja, er könne heute nicht arbeiten, er könne nicht Kunden besuchen, es ging ihm schlecht. Er hat doof, weil er Bauchweh und dann... haben wir natürlich gedacht, das ist irgendwie ein Erreger von dort. Der hat irgendwas verwünscht beim Essen oder so. Und am nächsten Tag ist er dann wieder arbeiten. Und dann ist er heimgekommen von der Geschäftsreise. Aber der Durchfall und das Bauchweh hat einfach nicht aufgehört. Und dann haben wir natürlich verschiedene Untersuchungen gemacht, ob es irgendetwas ist.
von dort, aber es hat eigentlich alles nicht ergeben. Und gleichzeitig ist er immer schwächer geworden. Er ist immer früher auf dem Arbeiten gekommen, das habe ich gar nicht von ihm gekannt. Ja, und hast du etwas vermutet zu dieser Zeit? Ich habe gemerkt, es stimmt etwas ja. nicht mehr. Und einfach vieles, das Essen nicht mehr so recht verdreht. Und dann ist ein bisschen eine ärztliche Odyssee losgegangen und es hat eigentlich niemand so richtig gewusst, was. Bis dann eines Tages ein Arzt ihn mal zum Ultraschall geschickt hat, vom Bauch-Ultraschall. Und dann hat man festgestellt, er hat eine Aszites. Und das ist? Das ist eine Wasseransammlung im Bauchraum und das ist natürlich ein Zeichen, dass etwas Gravierendes nicht mehr gut ist. Da bin ich dann sehr, sehr verschrocken. Und der ist dann auch gleich drauf ins Spital gekommen. Und dann hat man dann am 1. Dezember 2006 festgestellt, dass er einen Tumor hat, dass er Krebs hat. Und am 2. März 2007, also 3 Monate später, ist er schon tot gewesen. Ist er schon gestorben. Wie hast es du erfahren, die Diagnose? Ich war dort im Spital, wo der Arzt reingekommen ist. Ja. Kannst du das noch beschreiben, was mit dir gemacht hat? Ja, als ich das mit dem Aszites gehört habe, ich schon gewusst, es ist etwas Schlimmes. Aber dann natürlich als Erstes hat man schon dann auch Hoffnung. Erst haben zwar von Anfang an gesagt, es sieht nicht gut aus, aber als gläubiger Mensch hat man natürlich immer Hoffnung. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Der Papi von 4 kleine Kinder weg. Gott wird eingreifen. Ich habe schon sehr auch auf ein Wunder gehofft, zumindest am Anfang. Ja. Also immer so ein zwischen Hoffnung, Bangen? Ja, ich hatte schon sehr Angst, dass er stirbt. Ich hatte sehr Angst, ich könnte ihn verlieren. Aber gleich wollte ich dem nicht so ins Auge blicken. Er hat mir immer wir hatten so eine klassische Arbeitsteilung daheim. Er hat so ein bisschen finanzielle gemacht und ich so Familie, Haushalt. Und ich hatte keine Ahnung von dem ganzen finanziellen und Steuererklärung und Haus und so weiter. Und er hat mir immer, wo er noch konnte, das ein bisschen erklären. Und ich habe mich eigentlich immer ein bisschen dagegen gestellt, weil dann hätte ich dem Tod in die Augen schauen, dass ich ihn verliere. Und das wollte ich nicht. Und dann hatte ich mal ein ganz drastisches Erlebnis, dass ich zur Nacht plötzlich verwacht bin. Und dann habe ich das Licht angemacht, weil ich das Gefühl hatte, es hat jemand mit mir geredet und gesagt, lass den Roland los, du musst den Roland loslassen. Und dann ist mir auch gleich noch wie eine Geschichte aus der Bibel von Abraham und Isaac, wo der Abraham seinen geliebten Sohn Isaac hat sollen opfern. Und dann habe ich die Geschichte gelesen und es ist so, also es war immer wie so eine göttliche Erscheinung, dass ich da wie aufgeweckt worden bin in der Nacht, lass den Roland los und die Geschichte zu. Und hast du das Gefühl, dass du da ein Stück vorbereitet worden ja, bist? Ja, und das war eben sehr wichtig, weil dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, zeig mir doch das. Und dann ist er, ich weiss noch, mit letzter Kraft, er war dann auch gerade daheim, er hat unten in der Stube geschlafen, ist er mit letzter Kraft ins Büro raufgelaufen und hat mir ganz schnell noch das E-Banking gezeigt. Er hat gesagt, du, jetzt ist Januar, jetzt kommt dann da mit der Steuererklärung, die bist reingewungen, die musst du da aufheben und das posten und da mit dem Haus, das ist das und das. Und ich musste das dann ganz schnell kapieren, weil er hat da Wasser auf der Lunge gehabt, er hat sehr schlecht geschnuffert, hat später Sauerstoff gebraucht. Es war sehr anstrengend dann für ihn. Und es war höchste Zeit, weil danach er hat dann auch immer mehr Morphium gebraucht und er hätte mir es nicht mehr erklären. Und ich war sehr froh gewesen. Hat mich wie Gott vorbereitet, einerseits für mich emotional, aber auch praktisch. Und dann kommt der 3. März 2007. Ja. Stirbt er nach drei Monaten nach der Diagnose. Ja. Die Kinder sind dort in der Ferien gewesen, weitgehend. Ja, das war dann eben so gewesen, dass meine Mutter hat dann gesagt, du gib mir doch Kind in die Sportferien auf Deutschland. Und dann ist das letzte Wochenende gekommen, bevor sie hätte sollen abreisen. Und dann habe ich gedacht, ja, wir sollten doch jetzt noch mal zum Papi gehen. Und das war der letzte Besuch gewesen. Was war das für ein Besuch? Ja, das war ein ganz, ganz spezieller Besuch gewesen, ja. Kannst du sagen, was speziell war? Ja, einfach, dass wir als Familie noch mal zusammen waren. Weil das nächste Mal, wo wir als Familie zusammen waren, ist er tot da gelegen. Und da sind wir einfach noch mal als Familie zusammen. Der Kleine ist noch mal auf seinem Bett gesessen, hat immer etwas mitgebracht, Gummibärli,
hat ein Papier geschenkt und einfach so für uns nochmal zum letzten Mal. Ja. Ich darf nicht zu lange über diese Sachen reden. Ich merke gerade, wie sie... Ich finde es wirklich sehr speziell. Und ich habe am Anfang ja gesagt, in der Sendung, ich kann mir gar nicht so recht vorstellen, wie das jemand so tragen kann mit vier Kindern. Wie ist es aber weitergegangen? Was war das Erste, so die erste Zeit, das danach, wo du da, nach seinem Tod gemacht hast? Das danach ist einfach furchtbar. Also, ich habe mich wie amputiert gefühlt, wie einfach etwas Wichtiges an meinem Körper fehlt. Man ist ja einfach als Ehepaar, man ist einfach gehört zusammen. Und jetzt ist einfach das Gegenüber nicht mehr da. Und es ist ein ungeheurer Schmerz. Also es ist einfach, ja, es ist fast spürbar. Es tut richtig weh. Und tagüber habe ich das nicht so gemerkt. Aber vor allem in der Nacht ist das dann einfach ganz massiv gekommen. Was hat dir geholfen in dieser Zeit? Schreiben. Ich habe viel geschrieben, ja. Oft in der Nacht bin ich aufgestanden und geschrieben. Also sich wie so eine Aufgabenstruktur geben, ja. Hast du hilfreich erlebt? Ich habe einfach alles nochmal geschrieben, wie es war, was mir fehlt, wo ich traurig bin. Und auch nochmal, wie das war mit seinem Sterben. Ich bin ganz allein. Bei ihm, als er gestorben ist, war gar niemand um uns herum. Einfach der Moment, der schlimme Moment. Das alles habe ich aufgeschrieben. Und das hat einfach auch geholfen, um den Schmerz ein bisschen können. Du schilderst das als körperlichen Schmerz? Ja. 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 Hat eigentlich der Glaube an Gott dir wirklich geholfen in dieser Situation? Ja, sehr. Wobei ich muss sagen, zu Beginn, nach seinem Tod, ist erstmal auch sehr viel zusammengebrochen an Vertrauen in Gott. Also, ich konnte es nicht verstehen. Auch das große Warum. Warum jetzt vier Kinder ohne Papi aufwachsen sollen. Wo wir auch gehofft und geglaubt haben, dass er doch eingreifen und ihn gesund machen könnte. Das kann ja Gott, das wäre ja möglich gewesen. Und er hat es nicht gemacht. Ja, aber dann habe ich auch mal ein sehr trostreiches Gebet in Anspruch nehmen von unserem Pfarrer, wo er einfach mit mir gebetet hat und auch gesagt hat, aus Jesaja, wo steht, ich erhalte dich. Und das hat mir sehr viel Boden gegeben. Und ich bin auch wirklich jeden Sonntag in die Kirche. Und nicht, weil ich aus Tradition oder so, sondern weil ich einfach ein riesiges Bedürfnis hatte, in die Kirche zu gehen. Und dort ist mir auch immer Gott begegnet. Dort habe ich immer Kraft bekommen und auch Trost. Durch Predigt, durch den Lobpreis. Das hat mir sehr viel bedeutet, ja. Und dann, ich meine, du bist da mit vier Kindern. Hast du da irgendwann auch existenzielle Ängste gehabt? Wie kommen wir überhaupt über die Runden? Ja, also so nach meinem Tod gibt es ja dann Rente, also Witwerrente, Waisenrente. Dazu habe ich ja auch noch selber verdient und geschafft. Grundsätzlich hat das gelangt, aber wir haben natürlich gerade das Haus gekauft und haben sämtliche Reserven da rein gebuttert. Dann haben wir noch ein neues Auto gekauft, also wir haben praktisch fast keine Reserven gehabt. Und das hat mir schon Kopfzerbrechen gemacht. Und halt allgemein für vier Kinder und mich die finanzielle Verantwortung jetzt einfach auf unbestimmte Zeit hin allein zu tragen, das hat mich sehr belastet, ja. Hast du dich da allein gelassen gefühlt in dieser Situation? Oder kommen da Behörden zum Teil von sich aus oder Institutionen und sagen, schau, so könnte man das anpacken. Du musst alles selber holen. Nein, da kommt niemand. Im Gegenteil. Am Anfang war das ganz schwierig. Da werden einem Stein in den Weg gelegt. Am Anfang haben die Behörden erst mal geschaut, dass ich meine Kinder kein Geld wegnehme. Also da habe ich ganz krasse Sachen erlebt. Wie meinst du, dass deine Kinder das Geld wegnehmen? Wenn jetzt nach meinem Tod, muss man ja warten, bis ein Erbschein geht.
Und dann werden natürlich prompt sofort alle Konten gesperrt. Und wir haben Gemeinschaftskonten gehabt, und die sind auch gesperrt worden. Und da bin ich auch nicht informiert worden, die sind einfach gesperrt gewesen. Also wenn nicht dazu mal der Arbeitgeber von meinem Mann dann noch den Lohn Nachgenuss auf mein Konto überwiesen hätte, hätte man einfach von jetzt auf nachher keinen Stutz, kein nichts. Ja. Das kommt dann noch dazu auf die ganze Geschichte obendrauf, ja. Oder? Also Behörden helfen einem da nicht, da muss man schon selber dann sich bemühen, ja. Jetzt sind es natürlich extrem wunder, wie deine Kinder das erlebt haben. Und dein Ältester, der Lukas, war dort so gegen die 11. Der musste recht früh Verantwortung da und dort übernehmen. Und er ist fast ein bisschen in die Fußstapfen von seinem Vater getreten. Jetzt wollen wir hören, wie er das erlebt hat. Ich kann mich noch erinnern, wo wir eben dann, wo mein Vater gestorben war, sind wir bei meiner Großmutter gewesen, und sind wir eben nachher heimgekommen mit dem Zug. Und dann hat uns mal mit Schaffhausen abgeholt. Und dann hat sie mir dann irgendwie gesagt, es kommen jetzt schwierige Zeiten oder herausfordernde Zeiten auf uns zu. Und wir müssen jetzt zusammenheben. Also wir sagen da als Team. Ich glaube, von dort an ist es für mich wie klar gewesen, dass wenn ich merke, dass, irgendwie, dass ich irgendwo helfen kann oder irgendwie kann, ein Teil von der Last, die sie trägt, die ja viel, also noch viel grösser ist als die ich je kann, mich dort ein bisschen etwas übernehmen kann, dass das für unsere Familie wichtig ist. Und darum habe ich das dann nie so in Frage gestellt, glaube ich. Ja. Also so im Nachhinein muss ich sagen, frage ich mich manchmal schon, wie das, wieso ich das nicht so stark als irgendwie Druck oder Belastung empfunden habe. Vielleicht habe ich es ausblendet oder vielleicht, also ist sie rum und ich kann das wie nicht so zulassen, das kann schon sein. Aber so rückblickend ist das wirklich nicht etwas, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass das mir jetzt irgendwie meine Kindheit irgendwie verdorben oder irgendwie so, das eigentlich nicht. Der Lukas, der dort 11 war, ist fast recht früh in Verantwortung gekommen. Du hast mit ihm auch sogar Gespräche geführt über Hypothekarverträge, über solche Geschichten. Hast du ihm fast zu viel aufgeladen? Also ganz klein am Anfang bin ich einmal verschrocken, wo ich, habe ich das realisiert. Da bin ich am Morgen habe ich sein Bett gemacht und habe neben dem Bett habe ich dann plötzlich dicke Computerhandbücher gefunden, Bedienungsanleitungen von Geräten, anstatt 5 Freundebücher oder 3 Fragezeichen, was ist ein Bub in diesem Alter so liest. Und da, ja, das hat mich ein bisschen erschreckt. Und dann habe ich mir, es ist mir dann auch bewusst gewesen, dass das ein Problem könnte geben, dass er einfach da jetzt, es gibt ja auch die Geschichte mit dem Familienmobilier, wo dann einfach, wenn ein älterer Teil fehlt, gibt es einfach eine Schräglage. Und dann, ja, er hat einfach auch eine ganz sensible Art gehabt, das die Verantwortung zu spüren und hat auch wollen helfen. Es gibt ihm natürlich auch Sicherheit, wenn er etwas dazu beiträgt, dass die Familie wieder ins Lot kommt. Es war sicher nicht ideal gewesen. Das ist ja so, ja. Jetzt gehen wir vom Ältesten zum Jüngsten, zum Samuel. Der war dort 3, wo sein Papi gestorben ist. Und Ängste waren immer wieder ein Teil von seinem Leben. Ja, das ist so wirklich erst in der 3. Klasse gekommen. Ich weiss nicht auf einmal. Also ich hatte immer schon ein bisschen Ängste nach dem Tod. Aber die Angst ist dann mal plötzlich gekommen, dass ich einfach immer Angst hatte, ja, dass meine Mutter plötzlich nicht mehr da ist, wenn ich heimkomme. Und das ist dann auch so weit gegangen, dass ich eigentlich bei allem dabei sein musste, dass ich Matratze geholt habe. Und sehr lang, ich glaube, bis zu ungefähr erste Sek, halbes Jahr, bis zu dem Punkt ungefähr, dass ich bei meiner Mutter geschlafen habe, weil es einfach nicht mehr anders gegangen ist. Ich weiß nicht, es war einfach so das Gefühl von, ich weiß nicht, wo sie ist, dass ich sie nicht bewachen kann, dass sie nicht einfach weggeht. Die Ängste sind ja ungefähr so in der ersten Sek sind die ja weggegangen. Nach dem Adonierlager, ein christliches Musikerlager. Und auch gerade nach dem Lager habe ich die Matratze nachher aufgenommen. Weil ich dachte, es war ein sehr intensives Lager, habe ich gefunden. Und ich bin selber mit meinen Ängsten ziemlich konfrontiert worden. Eigentlich manchmal sogar fast also am extremsten von allen Lagern. Und irgendwie etwas ist dort passiert. Ich kann es nicht ganz fassen, was es war. Aber nach dem Lager ist mir einfach besser gegangen. Ich konnte die Matratze aufnehmen und es ist einfach alles ins Rollen gekommen. Bist du eigentlich damit umgegangen, mit seinen Ängsten, die er da sehr früh entwickelt hat? Was mich oft so belastet hat, dann
hat er ja bei mir die Nacht im Zimmer. Und da bin ich natürlich, meine anderen Kinder sind dann so langsam ins Teenie-Alter gekommen. Und vor allem meine Tochter ist die Nacht immer mal wieder irgendwo gestrandet. Und dann habe ich sie mir so holen, irgendwie nachts um 12:30 irgendwo. Und er ist bei mir im Zimmer, wacht sofort auf. Und hat natürlich unbedingt mit. Und dann bin ich, habe ich ihn halt einladen und die Tochter einladen. Und dann, bis er dann wieder geschlafen hat. Und am nächsten Tag muss er in die Schule. Und dann war er da müde gewesen. Und das habe ich extrem schwierig und belastend gefunden. Ja. So etwas kann sich übertragen auf dich jetzt, kann ich mir vorstellen. Hast du dann manchmal auch selber gedacht, ui, jetzt darf mir aber wirklich nichts passieren? Absolut. Das habe ich sowieso, weil alle meine Kinder haben, sobald ich irgendwo Anzeichen von Grippe hatte oder sonst, ja, gerade das Gefühl, kein Stäbe jetzt. Dass eben, dass es selber ein Teil wird. Jetzt haben wir so ein bisschen von deinen Kindern etwas erfahren. Es nimmt mich schon noch wunder. Ich meine, du bist dann sehr stark für sie da gewesen. Das ist auch okay, das ist klar irgendwo durch. Hast du denn selber für dich Zeit gehabt? Freiräume gehabt für dich? Ich hatte vor allem einen Freiraum und den habe ich mir immer genommen. Also, nein, es sind eigentlich zwei gewesen. Also, die eine Sache war, ich bin sehr regelmäßig in eine Begleitung gegangen. Und dort hatte ich Raum in dieser Stunde. Raum für meine Trauer, für all die Gefühle, die da sind, all die Überforderungen. Und dort auch Anleitungen bekommen, wie ich mit der Trauer umgehen kann. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Einfach die Gespräche dort. Und das andere war, dass so etwa alle zwei Monate oder so ist meine Mutter gekommen und hat dann einfach mal die Kindeswochenende genommen. Und dann bin ich irgendwo hingefahren und habe mir eine Auszeit genommen. Ja. Jetzt hat man ganz viel natürlich Trauriges geredet und eben so von Abschied nehmen und so. Hat es auch einen Moment gegeben, wenn du jetzt so zurückdenkst an die Jahre, ganz schöne Momente. Momente, wo man sagt, jetzt ist so etwas wie Lebensfreude wieder da. Ja, absolut. Also, meine Kinder machen ja alle sehr gerne Musik. Und ihre Lehrer haben dann immer mal wieder geschaut, dass sie miteinander etwas einüben können. Und dann hat man das im Rahmen der Musikschule haben sie das aufgeführt. Und das hat mich immer mega gefreut, wenn sie einfach vorne miteinander gespielt haben. Ja, da ist man einfach glücklich und auch ein bisschen stolz auf die vier Kinder. Und ja, das war sehr schön. Oder wie wir sind sehr viel mit dem Auto unterwegs gewesen, halt die ganze Familie in Deutschland oder in den Sommerferien sind wir viel auf Campingplatz gefahren. Und dann haben die Kinder, dann hat man halt CDs rein tun. Und dann haben die einfach eine Mods-Gaudi gehabt. Dann haben sie dann also Daniel Kallauch eine CD in der Schönfürschi gelassen. Wir sind eine Familie. Und dann haben sie gegrölt im Auto und Freude gehabt. Und das steckt einfach an. Mhm. Und ja. Da kannst du für einen Moment wirklich sagen, dich einlassen. Da bin ich eingetaucht und habe mit Spass gehabt. Ja. Hat dich das selber mitgerissen? Ja. Jetzt kommt so ein extremer Bruch in das Gespräch hinein. Kannst du ihn auch zurückweisen? Bist du eigentlich offen für eine neue Beziehung? Ich bin eigentlich offen für eine neue Beziehung. Ja, ich bin das auch schon von relativ am Anfang an, hätte ich mir das vorstellen können, aber es hat einfach Zeit gefehlt. Und eine neue Beziehung braucht Zeit zum Aufbauen. Und die hatte ich die ersten Jahre einfach gar nicht gehabt. Und dann später, so nach 5 Jahren, habe ich mich in verschiedene Plattformen eingeloggt und habe dann auch mal 2 ernsthaftere Kontakte gehabt. Ja, und, aber mit dem einen hätte ich mir das recht gut vorstellen können. Aber er hat gefunden, ja, 4 Kinder plus 3 Kinder gibt 7 Kinder. Mhm. Und das war ihm dann einfach zu viel gewesen. Und das war dann ein bisschen traurig gewesen, dass das nicht geworden ist. Hätte auch können sein, dass das Kind zum Beispiel sagt, hey, nein, sicher nicht. Du musst also keinen mehr heimbringen. Das wäre jetzt, wenn es ein bisschen am Anfang gewesen wäre, hätte ich mir das vorstellen können. Vor allem beim Ältesten, dass er das nicht so cool gefunden hat. Ja. Du hast vorher angedeutet, dass du geschrieben hast, dann auch in der Nacht, glaube ich. Ja. Das Buch ist vor kürzlich rausgekommen, gehalten. Ja. Wirklich eindrückliche Texte. Was willst du weitergeben? Kannst du das in ein paar Sätzen sagen? Ich wollte weitergeben, einfach als erstes einmal, dass sich wirklich Alleinerziehende verstanden fühlen.
vielleicht mit der Wut, vielleicht auch Neid, vielleicht Trauer, Schmerz, all die Gefühle, die da sind, dass sie sich einfach verstanden fühlen und vielleicht auch in der einen oder anderen Geschichte, die ich geschrieben habe, sich wiederfinden. Und aber, das ist mein großer Herzenswunsch, dass sie auch ermutigt werden, Gott einzuladen in ihr Leben, in ihren Alltag, weil er uns einfach zur Seite steht und er hat Kraft für uns und auch Trost. Gott kann man sich zumuten, auch mit all diesen Gefühlen. Aber auch die Mitmenschen darf man sich zumuten. Das ist mir auch ganz wichtig. Hast du Situationen erlebt, wo du wie so übernatürlich Trost bekommen hast oder Hilfe oder ein Zeichen irgendwo im Alltag, wo du wirst sagen im Nachhinein, ja, das ist für mich jetzt persönlich in meinem Erleben wie so ein Fingerzeig, hey, ich bin da und ich bin auf deiner Seite. Es hat immer wieder Unglaubliches gegeben. Da gibt es Verschiedenes zu berichten. Erzähl mal ein Beispiel. Ja. Ich habe so meinen Mann vermisst und ja, ich habe dann mal, das war schon ein paar Jahre später, im Traum eine Tür aufgemacht. Und dort war er und alles hat geleuchtet. Und er war so froh und gelöst und glücklich und mit offenen Armen. Und hat mich in den Arm geschlossen. Und die Art von Umarmung, die hat keine irdische Dimension. Das ist eine göttliche Dimension. Die Art von Liebe, die ich da gespürt habe, ich noch nie auf der Erde spüren. Und das hat mir wie auch einfach Hoffnung gegeben. Es gibt noch etwas viel Größeres im Jenseits. Das alles da auf der Erde ist nichts im Vergleich von dem, was uns erwartet. Hat dir das Kraft gegeben, ja, in deinem Alltag? Sehr. Das ist so ein, ja. Es geht ihm gut. Oder interpretiere ich jetzt etwas falsch? Nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern einfach, ich bin nicht allein. Mhm. Ja. Und einfach auch der Ausblick auf das, was uns mal erwartet. Es gibt einfach dem irdischen Leben noch mal andere Ausrichtung. Danke dir, Elisabeth, für das Teilen von schwierige Zeiten, aber auch von sonnigen Geschichten, die einmal ein bisschen durchschnaufen lässt, wenn es vielleicht jetzt auch Leute gibt, die betroffen sind oder, ja, oder so Situationen mit drin sind. Danke dir vielmals. Danke auch. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns schreiben. ERF Medien Fenster zum Sonntag, 8330 in Pfäffiken. Oder ein E-Mail an tv@erf.ch. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde präsentiert von Wutz Optik AG, das Fachgeschäft für Augenkinetik. Entspannt den Körper und die Augen.